Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine russische Suppe. Das Ganze nennt sich auf Russisch Schabel, wie sich das auf Deutsch nennt, keine Ahnung. Da kommt ein ganz bestimmtes Gemüse rein. Ampfer nennt sich das, glaube ich, auf Deutsch. Ob man das hier in Deutschland bekommt oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber man kann das Ganze auch mit Mangold zubereiten. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass das jeder bekommt. Und ja, zu Ampfer kann ich nur sagen, bei uns wächst das einfach im Garten. Deshalb pflücke ich das immer dort und verwende das dann für diese Suppe. Und falls ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, wie das Ganze aussieht, dann bleibt dran. Bis gleich. Los geht's. Die Zutatenliste habe ich euch wie immer in die Infobox geschrieben. Wir fangen an mit 2 Hähnchenfilets. Das sind ca. 250 Gramm. Die geben wir einfach in Wasser, salzen das Ganze und erhitzen das dann bei mittlerer Temperatur. Dann nehmen wir uns eine Möhre, die habe ich vorher geviertelt. Und dann reiben wir das Ganze einfach auf so einer Reibe. Ihr könnt das aber auch mit einem Messer klein schneiden, wie ihr möchtet. Am Ende sollte das auf jeden Fall ungefähr so aussehen. Dann machen wir weiter mit den Kartoffeln. Ich habe die hier jetzt einfach klein gewürfelt. Das ist euch überlassen. Schneidet die so, wie ihr das gerne mögt. Bei mir sah das dann so aus ungefähr. Und dann machen wir auch schon weiter mit der Zwiebel. Die schneiden wir auch einfach klein. Ich mache das immer so, ich schneide die einmal in der Mitte durch. Dann schneide ich die in so Streifen. Und dann nochmal so, dass halt so kleine Würfel entstehen. Das Ganze sieht dann am Ende so aus. Dann nehmen wir uns eine große Pfanne, geben da etwas Öl rein und erhitzen das Ganze. Und dann kommen da als allererstes unsere Möhren und unsere Kartoffeln rein. Das Ganze braten wir dann. Erstmal eine Zeit lang, so circa 5 Minütchen. Und dann schöpfen wir einmal den Schaum ab bei der Hühnerbrühe, die wir gekocht haben. Das ist ganz wichtig, damit die Brühe am Ende auch schön klar wird. Dann geben wir unsere Zwiebeln dazu, zu den Kartoffeln und Möhren. Rühren das Ganze einmal um. Und dann kommt da auch ein großes Stückchen Butter rein. Das sind jetzt so circa 80 Gramm. Rühren das Ganze zwischendurch um. Und so sieht das dann aus. Hier könnt ihr dann die Temperatur des Herdes auch etwas runterfahren. Und dann machen wir weiter mit unserem Blattgemüse. Ich habe jetzt hier einfach Mangold und Ampfer gemischt, damit ihr seht, wie das dann beides zusammen aussieht. Und das ist jetzt hier so ein Bund, der war so handgroß. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel Gramm das waren, aber ungefähr so viel solltet ihr da schon verwenden. Manche nehmen da sogar noch mehr. Dann ist das Ganze mehr so ein Eintopf als eine Suppe, aber mir gefällt das so ganz gut. Ich habe das jetzt einfach so geschnitten, wie ihr hier seht. Manche schneiden das sogar noch ein bisschen feiner. Denkt nur daran, dass das in der Suppe ja eingekocht wird und die Blätter werden dann sowieso noch mal ein bisschen kleiner. Ungefähr so eine Größe habe ich jetzt da verwendet. Und dann habe ich einfach das Hähnchen rausgenommen und das mit einer Schere. Ja, ihr seht richtig, das ist eine Schere. So mache ich das eigentlich immer. Ich schneide dann das Fleisch klein in so mundgroße Stückchen und dann habe ich das Ganze einfach zusammen eine Zeit lang in der Pfanne gelassen, auch wieder so 5 Minütchen. Das Fleisch ist ja schon durch, das muss nicht nochmal extra anbraten, einfach so ein bisschen in der Butter wenden und dann kommt diese ganze Masse aus der Pfanne einfach in unsere Hühnerbrühe rein. Dann könnt ihr das Ganze zwischendurch immer so ein bisschen umrühren. Dann habe ich das Ganze ein bisschen gewürzt, einfach mit Pfeffer und scharfer Paprika. Auch ein bisschen wieder umgerührt. Und dann habe ich mir 2 Eier geschnappt, die in eine Schüssel geschlagen. Und das Ganze dann einfach gut umgerührt. Dann ging es auch schon weiter zu der Suppe. Da kommt dann jetzt unser Blattgemüse rein. Das sieht jetzt hier ein bisschen viel aus, aber wie gesagt, das schrumpft ja noch mal ein bisschen ein. Das kennt ihr, glaube ich, auch bei Spinat. Ich habe das dann einfach so ein bisschen festgedrückt und so 3 Minuten ungefähr köcheln lassen, Temperatur runtergefahren und dann unter ständigem Rühren das Ei dazu gegeben.
Dann habe ich da noch ein wenig Salz dazu gegeben und das Ganze kurz ruhen lassen. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Herd schon ausgemacht. Dann war das Ganze bei mir fertig. Insgesamt hat das jetzt 20 Minuten gedauert. Dann habe ich das mit Sauerrahm oder Schmand serviert. Das ist euch überlassen. Ich weiß, die Suppe sieht jetzt nicht super appetitlich aus, aber die schmeckt wirklich super gut. Probiert das auf jeden Fall aus. Das ist eine meiner liebsten Suppen. Ich habe einfach noch etwas Pfeffer draufgegeben. Und dann waren wir auch schon fertig. Das war's auch schon. Warum wollte ich euch dieses Rezept überhaupt zeigen? Ich finde, dass das für die deutsche Küche ein relativ ungewöhnliches Rezept ist. Und vielleicht, ja, gefällt euch sowas ja. Und ich probiere gerne auch immer Rezepte aus anderen Ländern aus. Deshalb dachte ich, ist das für einige vielleicht hier auch interessant. Falls euch das Ganze gefallen hat, gebt doch gerne dem Video einen Daumen nach oben und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!